Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge mit Martin Strübing. Wir unterhalten uns über die monoatomaren Elemente. Und wie du sicherlich schon mitbekommen hast, in dieser Videoreihe wollen wir zu dir den wichtigsten monoatomaren Elementen einfach noch ein bisschen Hintergrundinfos geben. Und wir sind ganz froh, dass der Martin uns hier zur Verfügung steht. Und in der heutigen Sendung sprechen wir über das monoatomare Germanium. Martin, grüße dich erstmal. Was gibt's denn zu diesem Germanium zu sagen? Grüß dich, Patrick. Ja, grundsätzlich Germanium ist halt ein besonderer Stoff. Man kennt es zum Beispiel in der Regel aus der Naturheilkunde, das organische Germanium, sprich ein weißes Pulver, was eben organisch, also das Germanium, das Edelmetall gebunden hat in organischer Form, weil es eben sehr gerne in der Krebs- oder Behandlung eingesetzt wird. Es hat halt die Eigenschaft, dass es Sauerstoff, etwas, was Krebs gar nicht mag, über die Eiweißbrücken in die Zellen reinbringen kann und dadurch eben auch Krebszellen sehr gut mithilft zu töten, beispielsweise abzubauen. Aber das monatomische Germanium ist hier auch wieder ein besonderer Stoff, der mehr aufs Bewusstsein geht, mehr auf unsere Energiestruktur, also sprich den Energiekörper, auf die Chakren, aber jetzt als Germanium hauptsächlich im energetischen und im emotionellen dafür sorgt. Natürlich auch im mentalen Bereich hilft und im spirituellen. Es ist sozusagen ein Seelentröster oder ein Stoff, der einfach dabei behilflich ist, Altlasten in unserer Psyche und in unserem Energiesystem besser loslassen zu können. Also das, was uns erschwert, das, was uns traumatisiert hat, die negativen Gefühle aus der Vergangenheit, die noch in unserem Unterbewusstsein vorhanden sind oder sogar eben auch überinkarnativ in uns beeinflussen, immer noch in diesem Leben, dass wir hier halt eben uns leichter tun, es loszulassen. Viele Menschen, die rennen noch mit alten Kleidern durch die Gegend, die halten noch die Vergangenheit aufrecht in der Gegenwart, die knabbern immer noch an unverziehenen Rum, an Geschehnissen, wo sie verletzt worden sind, oder auch vielleicht da, wo sie nicht Opfer waren, sondern vielleicht Täter waren. Dinge, die sie quälen, Dinge, die sie begrenzen. Also hier geht es auch um Zweifel, um Ängste, um Minderwertigkeiten, um grundsätzliche Begrenzungen unseres Seins. Und da kann einfach das monatomische Germanium sehr gut behilflich sein, diese Loslösprozesse, gerade wenn man eh schon in einer Transformationsarbeit steckt oder vielleicht in einer Therapie ist oder sich schon länger mit Themen beschäftigt und das Gefühl hat, ich komme da nicht weiter, kann man eben mit dem monatomischen Germanium sehr gut diese energetischen und emotionellen Strukturen, aber auch mentalen Strukturen eben leichter loslassen und wieder eben für Frische sorgen. Also, dass einfach der Dreck oben abgeschöpft wird, sich leichter abschöpfen lässt, die Verkrustungen sich einfach aufweichen. Man kann hier viel besser dann in seinem Innern diese entsprechende Heil- und Transformationsarbeit vollbringen und auch leichter wieder für frischen Wind sorgen. Also für neue Art und Weise, wie wir denken oder neue Gefühlswelten oder dass zumindest die positiven Gefühlswelten, die so unter dem Dreck schwimmen. Also ich gebrauche hier gerne so das Bild von einem See und der ganze Müll, der schwimmt halt oben, ist leichter wie das frische Wasser darunter. Das frische Wasser-Symbol ist natürlich für die ganzen positiven Lebensgefühle und Emotionen. Und wenn der Dreck halt eben abgeschöpft ist, dann kann dieses positive Wasser auch wieder wahrgenommen werden. Und viele Menschen, die halt beginnen, sich überhaupt mal mit ihren emotionellen Belastungen auseinanderzusetzen und gehen in diesen emotionellen Räume rein, die werden halt zuerst mal konfrontiert mit dem Schmerzhaften und Negativen. Und dann rennen sie gleich wieder raus, hauen die Türe wieder zu und sagen, ja, Quatsch, das bringt alles nichts. Aber da muss man einfach durch. Es ist klar, wie gesagt, der Dreck schwimmt oben und man kann das halt dann abschöpfen. Und mit dem monatomischen Germanium hat man einen guten Helfer, hier wirklich schon mit der positiven Zuversicht da reinzugehen und eben diese Negativität leichter loslassen zu können oder transformieren und heilen zu können. Also es ist wirklich auch ein guter Seelentröster, hilft einfach aber auch, die Schmerzen und die Erlebnisse, die Schocks auch sogar aus den Zellen des Körpers zu befreien, weil das ist ja immer eine energetische Speicherung. Der Körper selber hat in seiner reinen mechanischen Physiologie diese Traumata schon längst überwunden. Aber die energetische Komponente, also sprich, was zum Beispiel die Meridiane betrifft oder auch den Energiekörper betrifft, da sind diese Themen halt noch drin. Und das Germanium hat auch eine Affinität zum Nervensystem und zu den Gehirnzellen, also auch hier eine Reinigung, Klärung,
aber eben eher die Belastung des emotionalen Bereiches. Man könnte auch sagen, die Gehirnzellen des zweiten Gehirns im Bauch. Unser Darm, unser Magen, diese, man weiß es ja mittlerweile und spricht hier auch vom emotionalen oder vom zweiten Gehirn, was halt sehr stark vom Unterbewusstsein geprägt ist und dann mit unserem Kopf-Gehirnen-Bereichen kommuniziert. Das heißt, es wurde auch festgestellt, dass die Kommunikation von unten nach oben wesentlich häufiger stattfindet als diese scheinbar bewusste Kommunikation von oben nach unten. Also wo ich jetzt bewusst mir gewisse Dinge anschaue oder Entscheidungen treffe oder Gedanken und damit auch verbundene Emotionen freisetze. Und da hilft einfach das monatomische Germanium sehr gut, fördert die Lebensfreude und die Lebenslust, hat eben, ist auch ein Stück weit eine Frischzellenkur für die physischen und energetischen Zellen und hat dadurch auch einen gewissen Verjüngungseffekt. Ja, das ist ja gut zu wissen, das wird sicherlich auch viele interessieren. Ja, auch so Depressionen, Burnout, ich meine, das sind ja eigentlich alles psychosomatische Geschichten, wo man entweder bei der Depression gezwungen wird, nach innen zu gehen, man kann gar nicht mehr rausgehen, man kann sich gar nicht mehr mit der Außenwelt und den Mitmenschen beschäftigen. Man wird förmlich vom Leben ins Innere, in den Keller geworfen, geschubst und gesagt, so, und jetzt musst du da unten in diesem Keller, in diesem dreckigen Pool mal wirklich dir anschauen, was du eigentlich im Laufe deines Lebens alles angestaut hast an Dreck und dir und das immer wieder auf Zeit geschoben hast und dich nicht damit auseinandergesetzt hast. Und jetzt musst du halt, also eine Depression ist immer eigentlich eine Hilfe des Lebens, wenn es nicht mehr anders geht, sich mit sich selber zu beschäftigen und eben tiefe psychologische und energetische Räume aufzusuchen. Beim Burnout ist es halt meistens so, dass man zu lange etwas lebt, wofür man gar nicht brennt. Also das Wort sagt es ja schon, man ist ausgebrannt. Das heißt, man geht einer Tätigkeit nach oder man lebt einen Alltag, wo man aus faulen Kompromissen etwas tut und seine Lebensenergie verbrennt, aber man kriegt nichts zurück, weil es einen nicht innerlich wirklich erfüllt oder auch vom Außen her nicht das Feedback und das zurückbekommt. Man erhält nicht vom Außen das, was man investiert und das kann man natürlich eine gewisse Zeit lang machen, aber früher oder später verbrennt man sich einfach. Man ist ausgebrannt im wahrsten Sinne des Wortes und eben monatomisches Germanium kann hier eben auch sehr gut unterstützend sein, um erstens mal zu erkennen und die treibenden Prägungen und Muster aufzulösen, die uns eben zu faulen Kompromissen oder zu einem falschen Leben treiben, um dann sich auch natürlich für sich klar zu werden und das zu stärken, was wir wirklich sind, was wir wirklich wollen, weil im Endeffekt weiß es ja doch letztlich jeder. Oder schaut halt nicht hin, aber könnte hinschauen. Und hier hilft eben ganz stark das monatomische Germanium. Also das ist ein Mittel, was zum Beispiel oft bei gemeinsam mit monatomischem Silber oder monatomischem Gold auch gern genommen ist oder oft in Resonanz ist, wegen den ganzen Prozessen, die das Gold und das Silber oder auch das Eisen zum Beispiel auslösen. Immer wieder erfahre ich oder höre ich aus Rückmeldungen, die das ganze Spektrum der monoatomaren Elemente schon benutzen, genau das, ja, dass es eben hilft bei gewissen Prozessen und die gehen wir ja zurzeit alle durch, die Welt verändert sich ja sehr, sehr schnell und deswegen ist es natürlich hier durchaus sinnvoll, wenn ich schon merke, ich bin in gewissen Prozessen drin, mal die Liste der monoatomaren Elemente mal durchzuschauen und eben zu gucken, welches Element könnte mich eben bei dem aktuellen Prozess unterstützen. Es geht ja also überhaupt nicht darum, alles irgendwo in sich reinzuschütten, sondern ganz gezielt zu schauen und du sprichst ja auch immer wieder von Resonanzen, die aufgebaut werden, also das innere Gefühl, welches Element kommt zu mir, welches Element darf mich jetzt unterstützen und ich denke, da ist natürlich so eine Kurzbeschreibung von dir persönlich, der ja über 20 Jahre schon damit arbeitet, natürlich Gold wert im wahrsten Sinne des Wortes und danke dir erstmal zu den Ausführungen zum monoatomaren Germanium. Ich möchte gerne auch einfach anfügen, dass es wichtig ist, das hier und jetzt zu berücksichtigen. Das heißt, wo befinde ich mich auf dem Weg von bis? Das heißt, aus diesem alten Bleizustand, wenn man es alchemisch spricht, in den Goldzustand. Und dieser Weg ist halt eben trotzdem linear für uns erlebbar. Wir können nicht sofort alles auf einmal, theoretisch als Potentialität ist es möglich, dass wir wirklich alles erleuchten, sofort sämtliche Räume. Das heißt, ich sage jetzt mal von
20, 30, 40, 50% Licht auf 100% hochdrehen, aber die meisten würden das nicht überleben. Beispielsweise würden sich verbrennen, würden die Sicherungen durchschmoren, das heißt in dieser Linearität zu wachsen. Und das ist eben das Resonanzprinzip, zu schauen, was ist jetzt für mich der richtige Begleiter. Und ich kann nur sagen, die monoatomischen Elemente sind nicht von ungefähr in den 90er Jahren, in diesen 20 Jahren vor 2012 überhaupt erst wieder aufgetaucht. Also die waren ja Jahrhunderte verschwunden. Oder wenn, dann nur in der Alchemie verfügbar, in den Geheimgruppierungen. Und was seit den 90er Jahren jetzt passiert, und da bin ich halt maßgeblich einer derjenigen, der es im deutschsprachigen Raum stark einfach verbreitet hat, das Wissen darum, seit Ende der 90er Jahre, dass es eben wirklich die Helfer sind, die in jetziger Transformationszeit, durch die wir jetzt global, spirituell, allumfassend schreiten, einfach unglaubliche Helfer sind und unbezahlbar. Also wirklich gigantisch. Und das zeigt nicht nur Alterserfahrung, sondern... Ja. Entschuldigung? Ich sage, Sie sind natürlich schon bezahlbar. Ja, ihr habt ja auch darauf geachtet, dass es... Ich meine jetzt einfach von der Wirkung her. Also wir kriegen so viele Dankesberichte von Menschen, die einfach nicht mehr darauf verzichten wollen, die jetzt doch schon einige Jahre unterwegs sind mit den Monoelementen und immer wieder in neue Konflikte oder in neue Heilkrisen oder wie man sagt, Wachstumsphasen kommen und da auch wieder genau die richtigen Elemente für sich eben heraustesten können und dadurch wie auf einer Welle halt eben surfen können, anstatt selber sich durch das Meer schwimmen zu müssen. Ja. Schlussendlich kommen wir ja auch dem Wunsch nach, viele haben ja mal nachgefragt, könntest du nicht mit Martin mal so eine gesonderte Sendung machen, wo wir eben genau auf die Einzelheiten eingehen und genau dem wären wir ja jetzt auch gerecht. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn Menschen genau diese Hilfsmittel ja nutzen. Dafür sind sie ja da und kann auch jedem von euch, liebe Zuschauer, nur mal raten, schaut mal bei uns auf der Homepage vorbei, schaut mal bei Martin auf der Homepage vorbei. Beide Adressen werden wir euch hier nochmal verlinken. Es gibt jede Menge Informationen dort, was du für dein Wohlbefinden, für deine Prozesse zur Unterstützung auch nutzen kannst. Und dann bedanke ich mich auch für deine Aufmerksamkeit in dieser Sendung und wünsche dir bis zur nächsten Folge mit dem Martin eine schöne Zeit.